Nein, kenne ich gar nicht. Ich kenn ihn nicht dezidiert. Nein. Nein. Also Niederösterreich Tourismus möchte als nachhaltige Lösung den regenerativen Tourismus bei seinen B2B-Partnerinnen implementieren. Dies möglich einfach. Die Aufgabenstellung war es, eine sehr komplexe Tabelle zum Thema nachhaltiger bzw. regenerativer Tourismus auf eine einfache Ebene runterzubrechen. Prägnant. Zusätzlich wollen wir die Stakeholder natürlich auch motivieren, dass sie sagen, ja, das ist eine coole Sache und da wollen wir mit anpacken. Ja, von der Struktur her haben wir erst mit Analysen begonnen. Am Ausarbeiten von Maßnahmen. Der Fokus war dann auf jeden Fall auf dem Programmkonzept und auf verschiedenen Videos. Ein Highlight war sicher der Lego Serious Play Workshop, wo wir der Ideenfindung auf jeden Fall einen großen Schritt näher gekommen sind. Und viele, 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 viele Meetings gemacht. Es wird ein zweitägiger Kongress stattfinden. Mit welchem ein langfristiges Projekt an regeneratives Tourismus beginnt. Wo die B2B-PartnerInnen zusammenkommen und den regenerativen Tourismus mal zum Angreifen mitbekommen sollen. Neben Theorie, Input und verschiedenen Kreativmethoden eben zwei Videos, einfache Erklärvideo und Motivationsvideo. Die Stakeholder werden in ganz vielen verschiedenen Formaten, sei es die Fishbowl, ein Lego Serious Play Workshop, auch ein Walk and Talk, werden sie dem Begriff regenerativen Tourismus näher kommen und da schon erste Lösungsvorschläge entwickeln, wie sie dieses Thema in ihrem Fachbereich umsetzen können. Das ist sehr interaktiv gestaltet, also der Fokus liegt auch darauf, dass die verschiedenen Teilnehmer, Teilnehmerinnen eben gemeinsam an Lösungen arbeiten, an Problemstellungen. Damit sie das Thema tatsächlich für sich begreifen und nutzen können. Zu viele Details möchten wir hier noch nicht verraten. Genau. Also mein persönliches Highlight bei dem Projekt war die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen, die einfach immer super funktioniert hat. Ich würde sagen, im Gesamten eigentlich das Gesamtkonzept, weil ich finde, das macht es am Ende aus. Am besten gefallen hat mir das Video, wo wir Teilnehmerinnen zu ihrer Einstellung zu Tourismus in Niederösterreich befragt haben. Erfolgreiche Präsentation vor dem Auftraggeber. Aber ich glaube am Anfang, wo wir das Lego Serious Play hatten, das auf jeden Fall, weil wir da relativ schnell in einer kurzen Zeit auf viele unterschiedliche Perspektiven gekommen sind. Die Entwicklung von, wir haben selbst keine Ahnung, was regenerativer Tourismus bedeutet, hinzu, wir entwickeln einen zweitägigen Kongress. Das Thema ist einmal super spannend. Regenerativer Tourismus ist absolut am Punkt der Zeit. Ja. Also insofern von der Thematik her habe ich es extrem spannend gefunden. Was ich auch sehr spannend gefunden habe, ist, wie ihr mit eurem Thema und mit eurer Kundin umgegangen seid. Ihr habt total professionell und eigenständig gearbeitet. Ihr habt mich fast überhaupt nicht gebraucht. Ja. Und das habe ich wirklich sehr toll gefunden. Ja, ich bin total schwerstens begeistert von dem Ergebnis, weil es für mich total praxisrelevant ist, aber trotzdem die Grundlagen super toll erarbeitet wurden. Und vor allem das Projekt hat auch eins geschafft, dass dieses sperrige Thema regenerativer Tourismus, wie kann ich das jetzt meinen Stakeholdern näher bringen, dass es wirklich auf den Punkt gebracht hat. Und nicht in einer komplizierten Art und Weise, sondern in einer sehr pointierten Art und Weise. Ja, und einfach auch einen frischen Wind in das ganze Thema gebracht hat. Also weg von diesen, oh, es ist alles so schwierig, hin zu, wow, das ist cool und das macht richtig Spaß beim Arbeiten. Und das soll ja regenerativer Tourismus sein. Regional. Erholung. Gemeinschaft. Entwicklung. Natur. Erlebnis. Respekt. Authentizität. Trendsetter. Identität. Vielfalt. Engagement. Ressourcenschutz. Tradition. Offenheit. Umweltschutz. Rücksicht. Inspiration. Stärkung. Miteinander.
USB. Spaß!